Ein europäischer Missionar hält im brasilianischen Urwald mit Eingeborenen einen christlichen Gottesdienst ab und kein Indio lacht. Ein indianischer Schamane feiert im Wendland mit europäischen Eingeborenen indianische Rituale. Da kommt dem weißen Mann das Lachen. Wieso eigentlich? Ein Bericht von Diane Zweng. Glühende Steine unter brennendem Holz. Vorbereitungen für ein indianisches Ritual der Reinigung und Heilung in Volzendorf bei Lüchow. Sozialpädagogen, Ärzte, Psychologen und Krankenschwestern sind in die äußerste Ecke des Wendlands gekommen, um Körper, Seele und Geist bei der Schwitzhüttenzeremonie zu reinigen. Heute sind die Männer dran. Feuerfrauen grillen die Steine für sie. Joachim Irmer, von Insidern Joe genannt, ist der Schwitzhüttenorganisator für Norddeutschland. Ein Mann der Erde, wie er sich nennt. Ein gelernter Schmied, ehemaliger Hundefutterhersteller und Bioladenbesitzer. Sein Vorbild, einen echten Indianer, lernte er auf einem Seminar kennen. Archie Fire Lame Deer, zu Deutsch Archie Feuer Lahmes Reh, der Zeremonienchief der Lakota, der Seminare in aller Welt gibt. Man braucht heilige Gegenstände zum Beten. Tobacco Ties, Tabak als Opfergabe in Stoff gepresst, als Symbol für das Wertvollste, was die Lakotas haben. Und heiligen Salbei. They come from where our sacred teachings come from the buffalo calf pipe. Diese Salbeipflanzen stammen von der Büffelkalbpfeife, von der auch unsere Glaubenslehren kommen. Eine Frau hat sie uns gebracht. Der Salbei war um die heilige Pfeife herumgebunden. Wir brachten die Pflanzen hierher und sie gedeihen. Nirgends sonst in Europa, nur hier wachsen sie. Die Decken zum Abdichten der Hütten, vollgesogen mit Regenwasser, haben durch ihr Gewicht das Weidengeflecht der Hütte verzogen. Mit Holzstämmen als Gegengewicht beult Joe sie wieder aus. Bevor die Feuerfrauen den Männern so richtig einheizen können, muss die Hütte neu gedeckt werden. 3 Meter Durchmesser, 1,50 hoch, darin schwitzen bis zu 20 Menschen 6 Stunden lang. Die 80-Grad-Sauna ist gegen diesen Glutofen eine kühle Brise. Die Männer sind startklar für das Ritual. Kochend heiße Steine werden in einer Erdmulde der Dunkelkammer zu ihren Füßen liegen. Heute wird es neben der Reinigungs- auch eine Heilungszeremonie geben für einen jungen Mann, der seit kurzem gelähmt ist. Sein Freund, der ihn herankarrt, ist sicher, dass er danach wieder laufen wird. Indianer Joe wird gleich die Teilnehmer segnen und für alle um Demut beten. Das Gebet richtet sich an Großvater, aus Karl-May-Büchern auch bekannt als Großer Geist. Hier gilt nur die indianische Vorstellung von Zeit. Wenn alles seine Richtigkeit hat, geht's los. Die Männer gehen um die Hütte herum und kriechen hinein. Lame Deer sitzt schon drin und gibt das Startzeichen mit der Trommel. Während die Männer schwitzen, werden sie mit den Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft in Kontakt kommen. So erfahren sie ihre direkte Verbindung zur Schöpfung und allen Wesen, die sie umgeben. Sobald Wasser auf die glühenden Steine gegossen ist und sich die Haut vom Rücken rollt, wird Joe die heilige Büffelpfeife mit Beerentraubenblättern stopfen. Er wird die Erde in den Stiel der Pfeife und das Universum in den Kopf einladen. Und Archie wird die uralten Glaubenslehren seiner Vorfahren an die jungen Deutschen weitergeben. Wir bekommen ein vorläufiges Drehverbot. Erst nach der 4. Tür, also nachdem die Luke zum 4. Mal geöffnet wird und Luft in den Backofen strömt, darf die Kamera wieder eingeschaltet werden. Während der benachbarte Bauer als postmoderner Cowboy mit dem Mofa seine Kühe eintreibt, hören wir Stöhnen und Schreie aus der Hütte. Ich habe am Anfang meinen ersten Hütten habe ich auch geschrien. Es war heiß und mittlerweile bin ich sicherer geworden. Es kann passieren, dass es mal heiß wird, aber ich bin in Stille. Das ist mein Geschenk an die Erde. Ich bin noch mit meinen Gedanken ganz bei mir. Ich bin noch gar nicht hier draußen. Und es ist schön, reinzugehen und für die Mutter Erde zu schwitzen. Und es ist schön, mit vielen Leuten da zu sein, eine Gemeinschaft zu haben, eine starke Gemeinschaft. Und zu wissen, dass wir nicht alleine sind und dass wir alle auf unserem Weg sind.
In der Pause nach der achten Tür, fernsehgerecht getrocknet und gekleidet, gibt Lame Deer uns ein Interview. Ein Indianer zu sein, ist ein Lebensweg. Es kommt nicht darauf an, ob Indianerblut durch deine Adern fließt. Es ist ein Weg, sein Leben in Harmonie und im Einklang mit der Mutter Erde zu führen und mit allem, was der Schöpfer erschaffen hat. So gesehen ist es keine Religion, weil die Religion, wie wir sie sonst kennen, vom Menschen gemacht ist. Aber unsere Wege sind die der Spiritualität, der geistigen Natur. Wir haben eine direkte Verbindung zu dem, was die Menschen Gott nennen. Die Schwitzhütten-Zeremonie ist eines der 7 Rituale der Lakotas. Mit ihr bringen Indianer ihren jahrtausendealten Glauben zu den Menschen der ganzen Welt. Die anderen Zeremonien behalten sie vorerst bei sich im Reservat. Der junge Mann, der Gelähmte, der in dem Beitrag vorkam, kann übrigens wieder ein bisschen laufen, sagt er selbst. Und wer das nicht glaubt, dem kann man nichts vorwerfen, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, der Betroffene weiß es. Es gibt schätzungsweise